Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu MB2 Modern Warfare 2. Naja, ich muss mal offline hin, aber ich bin ja, wenn ich offline spiele, eigentlich immer offline. Bibel und Koran. Ja, ich hab beides. Beides ist super toll. Ach, jetzt fangen wir gerade mal an hier. Bibel, Koran, oh ja. Ich weiß, was viele denken. Koran gleich Terrorismus und Christen gleich die Unschuldigen, ne? Die Guten. Aber so ist es halt einfach nicht. Es ist halt einfach nicht so. Wenn ihr mal diese Bücher studieren würdet, dann würdet ihr feststellen, wie toll und wie geil diese Bücher sind. Um es mal hart auszudrücken, ne? Die Bücher sind wirklich geil. Also was da drin steht, das ist ja unglaublich, ne? Und gut, es gibt Leute, die glauben an den Weihnachtsmann und es gibt Leute, die glauben an den Osterhasen. Warum darf man den Glauben nicht lassen? Gut, es gibt Leute wie die Taliban, wie die ISIS, die den Islam nehmen und sagen, hey, ja, die nehmen Verse vom Koran und machen daraus einen Terrorismus. Also so, machen daraus einen schlechten Glauben, muss man so sagen. Also, die verändern ein paar Verse und dann machen die mit dem Terror. So, aber es ist egal. Wollen wir jetzt gar nicht mehr drüber reden hier. Ich wollte heute mal mein Video euch widmen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren auf YouTube unterwegs mit den unterschiedlichsten Videos. Handy-Let's Plays, Real-Life-Videos, Themen-Commentary, Gameplays, unkommentierte Videos und so weiter. Und das zieht sich ja bei mir schon seit 2 Jahren hin. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal 1000 Abonnenten bekommen würde. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Der Anfang auf YouTube, der war sauschwer. Der war richtig schwer. Ne? Was anderes zu behaupten, das wäre aber echt mal eine Lüge. Der Anfang auf YouTube ist schwer. Ne? Das habe ich auch gemerkt, weil keiner einen eigentlich schaut. Ne? Schaut eigentlich einem keiner, wenn du anfängst mit YouTube. Es sei denn, ein Video verbreitet sich irgendwie durch einen Zufall richtig groß. Das kann natürlich sein. Nehmen wir mal an, dein Video wird von Madonna geliked oder von Justin Bieber geliked oder was weiß ich. Oder, keine Ahnung, von Commander Krieger oder von Gronkh geliked. Dann kriegt dein Video plötzlich sau viele Klicks. Oder deine Texte sind gut. Ein Videotitel ist geil und die Leute finden dich einfach. Das kann natürlich auch sein, aber wenn du anfängst mit YouTube und noch mit deinen 0 Abonnenten da durchstartest, dann hast du es auf jeden Fall mal schwer, weil dann hast du deine 10, dann hast du deine 20 Klicks in 2 Wochen erzielt und denkst dir, ach, scheiße, das macht keinen Spaß. Aber hey, wenn dir YouTube Spaß macht, dann mach auf jeden Fall weiter, weil YouTube ist eine tolle Plattform, wo du einfach dein Videomaterial hochladen tust und irgendwann mal kommen die Kommentare, irgendwann mal kommen die Likes oder irgendwann mal kommen die Abonnenten, aber das kommt natürlich nicht einfach so, das kommt einfach so spontan. Du darfst nicht einfach jetzt sagen, ach, ich will jetzt ganz viele Abonnenten haben, ich will jetzt ganz viele Likes bekommen, das funktioniert so nicht. Ja, das ist auch, das macht doch kein YouTuber, also mich haben Likes so gar nicht interessiert auf YouTube, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir geht's eigentlich um Spaß. Ich mag es einfach, Dinge weiter zu erzählen, einfach mal in mein Headset zu reden, euch dann ein paar Geschichten zu erzählen, auch mal Wissenswertes und so weiter. Vielleicht braucht ihr es irgendwann mal. Vielleicht, wer weiß. Guck mal, jetzt hocke ich hier gerade hinter dem Ding. Hinter diesem komischen Typ, der erinnert mich auch an einen amerikanischen Let's Player. Der hat irgendwie den gleichen Bart. Irgendwie immer, wenn ich diesen Price da sehe. Wollt ihr wissen, an welchen YouTuber ich denke? An Whiteboy 7th Street. Ja, das ist dieser amerikanische Let's Player. Irgendwie erinnert er mich. Der läuft ja auch immer mit so Waffen rum und mit so einem komischen Bart und manchmal hat er so lange Haare und so weiter. Ich weiß nicht. Naja, irgendwie erinnert er mich.
Ja, 2 Jahre auf YouTube. Erstmal Danke sagen. Vielen Dank. Ich bin kein Mann der großen Worte. Habt ihr bestimmt schon mal gemerkt, wenn ihr unter meinem YouTube-Video irgendwie einen Kommentar schreibt, dass ich da nicht so viel schreibe. Ich bin eigentlich einer, der immer sagt, ach komm, morgen antworte ich meine Abonnenten. Morgen antworte ich, morgen antworte ich. Und das zieht sich bei mir immer so hin, ne? Also bitte nicht böse sein, das ist einfach meine Art, so. Ich bin halt einfach so. Ne, wer mich kennt, der weiß, wie ich bin. So, jetzt ballern wir mal ein bisschen ab. Aber ich bin auf keinen Fall, ja, das, was man jetzt denkt, so ein potenzieller Amokläufer, wie viele denken. Ja, es ist halt so. Der junge Zocker, dann noch so eine komische Piepstimme dazu. Das sind auch schon immer ein paar Vorurteile. Und wenn ich dann GTA 5 spiele und ein paar Hunde oder ein paar Rehe im Wald abknall, bin ich sofort ein Tierquäler. Kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen. Warum? Ja, ja, guck mal, jetzt habe ich einen Hund getötet, jetzt bin ich ein Tierquäler. Ah ja, Russland, gell? Oh, Scheiße, ey, das ist ja unglaublich. Ich reg mich da immer auf, gell? Ein Passagierflugzeug wurde einfach so abgeknallt. Vom Himmel. So. Jetzt ist natürlich erstmal zu wissen, wer das war. Natürlich, die Separatisten, also diese komischen russischen Terroristen, die werden natürlich vermutet. Ne? Aber es kann natürlich auch ganz anders sein. Die Blackbox ist Gott sei Dank gefunden von der vom malaysischen Flugzeug. Und dann kann man Schlüsse ziehen, ne? Weil es war schon oft so, dass sich das anders herausgestellt hat. Ne, das sind alles Vermutungen, dass die Separatisten auch dieses Flugzeug abgeknallt haben. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, aber jetzt erstmal abwarten. Ne? Wenn es die Separatisten waren, dann fordere ich auf jeden Fall ganz klar, dass die Separatisten hingerichtet werden. Vor einem Gericht. In Deutschland geht das nicht, aber ich fordere auf jeden Fall, dass man da wirklich mit Waffengewalt vorgeht. Diese Leute verhaftet, diese Separatisten, und diese Separatisten entweder nach Amerika transportiert und dort hinrichtet. Weil diese Menschen sind Terroristen. Diese Leute, ja, die gehen einfach in ein Land rein, ballern da rum, und wer was anderes behauptet, der sollte sich wirklich mal informieren, weil das Separatisten sind Terroristen. Ne? Und das Problem ist ja die Gehirnwäsche, die es auch auf russischer Seite gibt. Diese Gehirnwäsche, diese Lügen, die verbreitet werden, das ist unglaublich. Da muss man auch wirklich aufpassen, ne? Da dürft ihr nicht immer alles glauben. So. Es ist einfach so. Gelogen wird auf beiden Seiten. Im Westen genauso wie im Osten, ne? Und aus dem Grund sind beide irgendwie auch schuld. So. Jetzt gehen wir hier runter. So. So ist das halt auf der Welt. So ist das. Aber das wird im nächsten Video sein, wo ich ein bisschen über die Machthaber spreche und ob der Islam wirklich immer für Terror steht. Also, ihr könnt gespannt sein. Ich habe auf jeden Fall noch was vorbereitet. Und haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal, euer Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!